Landeshauptmann Markus Wallner. Sebastian Kurz schließt die Fortführung der Koalition aus. Es wird neue Wahlen geben. Was sagen Sie dazu? Ich halte die Entscheidung für absolut richtig. Er hat da sehr klare und sehr deutliche Worte gefunden. Das unterstütze ich. Dieses Skandalvideo vom Herrn Strache hat ja ein gewisses Sittenbild der FPÖ gezeigt, das eigentlich katastrophal ist. Da sind moralische Untiefen zutage gekommen. Jede Form von Moral ist da überhaupt auf der Strecke geblieben. Da muss man schon sagen, damit will ich persönlich und auch die Vorarlberger Volkspartei absolut nichts zu tun haben. Und deswegen ist mir schon eigentlich seit längerem jetzt klar, dass das in Richtung einer Neuwahl gehen muss. Im Grunde genommen war das die Spitze des Eisberges. In den letzten Tagen, Wochen, Monaten gab es immer wieder auch rechtsextreme Äußerungen dazu. Für mich war auch das Verhalten der FPÖ in Vorarlberg besonders zweifelhaft. Da gab es keine klaren Abgrenzungen. Und alle diese Dinge wurden eher mitgetragen. Ich kann kaum einen Unterschied erkennen zwischen diesen beiden Gruppen. Und ich muss schon sagen, das geht jetzt in eine Richtung, die, glaube ich, so gesehen unausweichlich und richtig ist. Der Bundeskanzler hat entschieden und das ist auch richtig so. Das klingt, als ob das auch abzeichnen würde, wie es nach der Landtagswahl in Vorarlberg ausgehen wird. Ja, die Dinge ändern sich natürlich, weil seit diesem Skandalvideo und alles, was jetzt zutage kommt, da sind ja wirklich viele entsetzt darüber, geradezu schockiert. Wir hatten heute Familientag im Landhaus, es waren hunderte Menschen da, die mir dieses auch mitgeteilt haben. Da sind viele in großer Sorge. Und ich glaube, da muss man als Landeshauptmann auch ganz klar Verantwortung übernehmen und auch sagen, wo die Linien hinführen soll. Das ist wichtig in so einer Situation, wenn man ganz oben an der Spitze des Landes steht, soll die Bevölkerung auch Bescheid wissen, wie sich das auswirken kann, ehrliche Linie zu fahren. Ich muss den Wählerinnen und Wählern auch für die Landtagswahl in Vorarlberg sagen, ich bin überzeugt davon, dass wir eine gute Politik im Land machen, dass wir uns für das Land einsetzen. Ich werbe da um jede einzelne Stimme. Wir wollen einen klaren Kurs in Vorarlberg, wir wollen stabile Verhältnisse haben. Wir sind mit Wien nicht vergleichbar. Und nach dem Verhalten dieser FPÖ muss ich auch sagen, dass diese FPÖ in Vorarlberg auf der Regierungsbank keinen Platz finden wird. Eine Zusammenarbeit mit der Budget-FPÖ, die sich kaum unterscheidet, eigentlich gar nicht unterscheidet von dieser Strache-Partie, die kann ich mir so nicht vorstellen und da soll man sich auskennen. Da fehlt jede Moral, da gibt es einen völlig anderen Zugang zu den politischen Verhältnissen. Das sind absolute Untiefen, das ist moralischer Abschaum, der hier zutage kommt. Und da muss ich schon sagen, damit will ich persönlich und auch die Vorarlberger ÖVP einfach nichts zu tun haben. Und da soll sich die Bevölkerung auskennen. Diese FPÖ, wie sie jetzt zutage getreten ist, die wird in Vorarlberg keinen Platz in einer Regierung finden. Nun, abschließend die Frage, wie sind Ihre Erwartungen, was die Bundespolitik angeht? Wird dort die FPÖ wieder einen Platz auf der Regierungsbank finden können? Oder? Also, nach allem, was wir jetzt wissen, muss man einen Schritt nach dem anderen gehen. Ich glaube, die nächste Frage ist, wann ist der Wahltermin? Wir erwarten ja auch noch eine Reaktion des Bundespräsidenten dazu. Ich glaube, das ist alles miteinander gut abgestimmt. Man soll jetzt nicht zu weit vorausschauen können. Ich glaube, dass da sehr vieles jetzt offen sein wird, wie es weitergeht. Aber nach dem, was jetzt vorgefallen ist und nach dem, was an die Öffentlichkeit gekommen ist, sehe ich ja hier eigentlich kein Licht am Ende des Tunnels, was eine Zusammenarbeit angeht. Jedenfalls diese FPÖ ist absolut untragbar, ist nicht regierungsfähig und hat auf der Regierungsbank auf der Stelle auch nichts mehr verloren. Das muss man sagen, wie es eigentlich ist. Das geht alles viel zu weit. Das richtet großen Schaden für Österreich an. Das richtet internationalen Schaden an. Das hat eine Dimension, die ich eigentlich gar nicht für möglich gehalten hätte. Und das muss man in der Tragweite erkennen. Mit dieser FPÖ ist kein Staat zu machen. Punkt.